Hallo und herzlich willkommen bei Born to Pflege. Die Audiospritze speziell für Pflegekräfte mit viel Einfuhr und wenig Einspringen. Deine Arbeit ist wertvoll. Deshalb wollen wir dir konkrete Tipps geben, deine Berufung zu leben. Denn du bist Born to Pflege. Born to Pflege wird dir präsentiert von den Pflegeheimen Lindenhof in Meinhardt und Wiesengrund in Knittlingen. Dein Gastgeber ist Tobias Groß. Schön, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen bei Born to Pflege und wir treffen uns heute und die nächsten Mal mit einer lebenden Legende. Marc Plätzer. Oh, was? Der Name sagt euch nichts? Ihr muss selber lachen. Wenn ich ehrlich bin, der Name hat mir bis vor 3 Jahren auch noch nichts gesagt. Wer bin ich? Und wie viele? Und auch mit dabei Susan, unsere Heimleitung. Hallo. Schön, dass du am Start bist. Jawohl. Hi, ihr Lieben. Ich habe schon gesagt, mir hat NLP bis vor 3 Jahren noch überhaupt nichts gesagt. Ich hatte keinen blassen Schimmer von der Thematik und dahinter steckt ja unheimlich viel. Erzähl uns mal ganz knapp, um was geht's bei NLP? Also NLP ist ein Kunstwort. NLP, die 3 Buchstaben stehen für neurolinguistisches Programmieren. Neuro ist der Teil, wo es darum geht, wie das Gehirn Informationen verarbeitet, also die Neuronen, neuronale Vernetzung und all so ein Zeugs. Der Linguistik-Teil ist der wichtige Teil, da geht es um Sprache, ja. Weil es um die Frage geht, wie das Gehirn sprachlich Informationen verarbeitet, weil das Denken darüber entscheidet, wie du lebst. Aha. Und dann kommt der Programmieren-Teil, der einfach nur bedeutet, NLP unterstützt Menschen dabei, sich schnell zu verändern. Okay. Und das wäre der Umprogrammieren-Teil. Wir sind in der Definition des NLP die Spezies, eine Spezies auf dem Planeten, die sich selbst umprogrammieren kann. Affen kriegen das nicht hin. Das ist die These. Okay. Das ist die These. Über Delfine und Wale würde ich persönlich jetzt an der Stelle nicht sprechen, weil da habe ich eine andere Meinung zu. Nur, wir sind eine Spezies, die sich umprogrammieren kann. Die kann ihr Verhalten ändern und das tut sie, indem sie absichtlich neuronale Vernetzung im Gehirn verändert. Okay. Susan, hast du das verstanden, was er gesagt hat, was NLP bedeutet? Klar. Das ist die Frage. Das ist die Frage, genau. Also es hat was damit zu tun, wie wir Informationen verarbeiten in unserem Hirn. Ja. Und das kriegt man am besten raus über die Sprache. So ist es, weil Denken determiniert Verhalten. Ja. Und Denken drückt sich aus durch Sprechen. So, was viele Menschen nicht wissen, ist, Denken ist auditiv. Was ich damit meine ist, Denken ist Reden im Kopf. Okay. Wenn du denkst, ich bin ein Mann oder eine Frau. Also du denkst jetzt nicht, ich bin ein Mann oder eine Frau. Du denkst, ich bin eine Frau, wenn du eine Frau bist. Und du denkst, ich bin ein Mann, wenn du ein Mann bist. Wenn du nicht sicher bist, denkst du irgendwas anderes. Das finde ich mir überhaupt nicht und sicher. Und wenn du jetzt mal dir selber genau zuhörst in deinem Kopf und du denkst diesen einen Satz, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau, dann hörst du eine Stimme, die das sagt. Mhm. In aller Regel ist das deine eigene Stimme. Sonst wäre es ein Problem. Sonst müssen wir reden. Wer bin ich und wie viele davon? So, jedenfalls, die These, die wir haben, ist, Denken ist ein Vorgang des Hörens, des Sprechens mit sich selber. Mhm. Und da beginnt es schon. Eine Reihe von Menschen, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, Tobias, nur eine Reihe von Menschen, die uns jetzt auch zuhören, haben bis zum heutigen Tag nicht realisiert, dass sie beim Denken etwas hören in ihrem Kopf. Ist schräg, weil die meisten von uns sind doch schon ein paar Jahre auf dem Planeten. Und es wird nicht mal in der Schule gelehrt. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ja, genau. Ich kann mich eh nicht an meine Schulzeit erinnern. War zu negativ geprägt. Das ist dann auch mal besser. Genau so ist es. So, und da setzt, jetzt kann man das nochmal ein bisschen allgemeiner fassen. Das Modell von NLP wurde entwickelt, um Menschen in der schnellen Veränderung zu unterstützen. So, ich will Menschen in der schnellen Veränderung unterstützen. Es ist keine Therapieform. Es ist nicht, dass wir kaputte Menschen damit ganz machen wollen. Und es ist ein Modell, was entwickelt wurde von einem Mathematiker,
Das ist der programmierende Part. Und von einem Linguisten, Richard Bandler und John Grinder. Und die wollten genau eine Methode entwickeln, mit der man Menschen unterstützen kann, dass sie sich schnell verändern, damit dicke Menschen schlank werden und Menschen, die unglücklich sind, glücklich und Menschen, die keine Beziehung haben, eine Beziehung kriegen und Menschen, die Ängste haben, ihre Ängste verlieren. So, dann haben die sich umgeguckt im Bereich der Psychologie und haben herausgefunden, dass im Bereich der Psychologie tendenziell Modelle von Welt entwickelt werden, warum sich die Menschen so seltsam verhalten. Und dann treffen sich Psychologen bei Kongressen und diskutieren darüber, welches Modell das Verhalten eines Menschen besser erklärt. Und das hilft den Menschen in der Veränderung gar nicht. Sie wissen dann im besten Fall nur, warum sie ein Problem haben. Ja. Und nicht, wie sie es loswerden. Okay, grenzt sich von Psychotherapie und Psychologie also ab, NLP? Ja, sehr deutlich. Und das macht die natürlich auch angestrengt, wenn die über NLP reden oder was davon hören. Da sind schon eine Reihe von Menschen, die das, was man an der Stelle Kurzzeittherapie nennt, nicht so richtig mögen. Weil sie sagen, da werden vielleicht Sachen unterdrückt oder nicht richtig zur Kenntnis genommen oder verdrängt. Und lass uns da gar nicht tiefer einsteigen. Mhm. Ich sage nur, das war der Ursprung. Die haben sich also umgeschaut, haben gesagt, naja, Psychologen, Gesprächstherapeuten und so, das sind doch die, die Menschen in der schnellen Veränderung unterstützen. Und das, was sie herausgefunden haben, ist, dass es zum Teil Menschen gibt, die 4, 5, 6 Jahre Therapie machen und nicht vorankommen. Mhm. Also funktioniert da irgendwas nicht. So, und dabei, auf der Basis haben sie dann das Modell des NLP entwickelt. Und letztlich geht es um die Frage, was ist die Programmiersprache des Gehirns? Und NLP behauptet, oder sozusagen die Vertreter dieser Richtung behaupten nicht, dass sie die Programmiersprache gefunden haben, sondern sie sagen, okay, wir haben herausgefunden, dass wenn wir damit arbeiten, was wir für die Programmiersprache des Gehirns halten, dann sind Menschen in der Lage, sich schnell zu verändern. Okay, also ich muss rausfinden, wie ich Informationen verarbeite. Ja, wie du es machst. Schau, in der Sprache ist das schon ganz lustig. Menschen sagen, sie hätten Angst oder sie hätten eine Depression. Aha. So, das heißt, wir gehen mit Themen wie Angst, einer Depression oder einer Krankheit so um, als wäre es ein Regenschirm, ein Gegenstand. Okay. Als würde Angst etwas sein, was sich aus der Hecke anspringt. Ich bin in die Tiefgarage gegangen und habe Angst bekommen. So, du kannst zum Metzger gehen und eine Fleischwurst bekommen. Und du kannst am Kühlregal eine Flasche Milch bekommen. Aber du kannst keine Angst bekommen. Angst ist ein Verhalten. Angst ist etwas, was du mit der Information tust. Das heißt zum Beispiel, du gehst in die Tiefgarage und stellst dir vor, was irgendwas Doofes passiert. Und wenn du diesen Film in deinem Kopf siehst, dann reagiert dein Körper mit Angst. Mhm. So, damit ist Angst ein Verhalten. Ja. Jetzt kannst du natürlich die Frage stellen, warum mache ich mir diese Bilder? So, und wenn du warum fragst, landest du tendenziell in der Kindheit, weil deine Mutter sich solche Bilder auch gemacht hat. Oder weil deine Mutter gesagt hat, pass auf, es ist eine Tiefgarage. Dann haben wir es warum, das hilft uns immer noch nicht. Wir sind im NLP sehr häufig mit der Frage unterwegs, wie machst du es? So, und das also ist nicht Ängsten, warum ist es da? Genau, sondern wie machst du es? Wie machst du es, dass du Angst hast? Ist eine Fähigkeit, genau. Okay. So, und du machst dir Bilder von Situationen, die du nicht erleben wollen würdest. Und dann ist es gut, dass dein Gehirn dir sagt, lass den Quatsch. Und reagiert mit Angst. Aber es reagiert auf die Filme in deinem Kopf. Und das ist vielen Menschen, die uns jetzt zuhören, bis heute nicht bewusst geworden. Und das ist eine Stelle, wo NLP ansetzt. NLP sagt, okay, du hast keine Depression, sondern du machst Depression. So, Depression ist relativ simpel. Du nimmst eine traurige Stimme in deinem Kopf, ein paar traurige Bilder dazu, Situationen, die du nicht erleben wollen würdest oder erlebt hast, die sehr, sehr traurig waren. Als deine Katze überfahren worden ist. Und wenn du oft genug darüber nachdenkst, wie deine Katze überfahren worden ist, dann wirst du ein trauriger Mensch werden, weil du dauernd darüber nachdenkst, wie deine Katze überfahren ist. Das heißt, du siehst den Film von der traurigen Situation wieder und 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 wieder. Und dann kannst du sagen, okay, dann gehst du irgendwo hin und sagst, ich habe eine Depression. Und dann sagt der, woher kommt das? Du sagst, meine Katze ist überfahren worden. Gut. Und die habe ich sehr geliebt. Gut. Okay. Ich lache, aber es ist traurig. Ja, es ist sautraurig. So. Nur, der Punkt ist der, wenn du dir jetzt 1000 Mal vorstellst, wie deine Katze überfahren worden ist, dann wirst du trauriger. Das ist eine Form von Feedback deines Gehirns. Das ist ein trauriger Film.
Wenn du dir vorstellst, wie du dir eine neue Katze kaufst und mit der eine Menge Spaß hast, dann wirst du ein fröhlicher Mensch und kaufst dir eine neue Katze. Oder wenn ich mir meine Katze im Katzenhimmel vorstelle und sie da super fröhlich ist und Whiskas ohne Ende kriegt. Ja, und dick und fett und vollgefressen wird. Was immer du magst, dann wird sie eine Buddha-Katze mit einer fetten Wampe. Was immer dir gute Gefühle macht. Wir als NLPler sind da total simpel. Mach irgendwas, was dir gute Gefühle macht. Ich liebe Hunde. Deswegen ist das für die Katze jetzt nicht interessiert. Die Katze Susan, du liebst auch Katzen, oder? Ich mag auch Katzen, ja. Ja, noch. Und ja, ich arbeite dran. Ja. Lass dir die Katze nicht ausreden. Ich habe auch zwei. Gut. Also von daher habe ich ja wieder genau das richtige Thema getroffen. So, du kannst beliebige Situationen, und das könnten wir vielleicht mal Richtung Ende dieses Podcasts nochmal mitgeben, den Menschen, die uns zuhören. Du kannst beliebige Situationen deines Lebens, die du erlebt hast oder erleben wirst, als Ausrede nehmen, um dich gut zu fühlen. Und du kannst beliebige Situationen, die du erlebt hast oder erleben wirst, also dir vorstellst, als Ausrede nehmen, dich gut zu fühlen. Was ist deine Entscheidung? Okay. Was ist deine Entscheidung? Das heißt, wenn wir jetzt mal in so ein simples Beispiel gehen, als man auf dem Schulhof war und sich in dieses Mädchen verguckt hat, dann gab es in dem einen oder anderen von uns, oder in den Jungen ist ja jetzt egal, dann gab es in dem einen oder anderen von uns 300 verschiedene geplante Situationen, wo man sich vorgestellt hat, man spricht dieses Mädchen an und sagt, hi, hi. Und rauskam, oh, heiße Luft und tote Mücken. Das ist genau der Punkt. Und dann hat man sich vorgestellt, wie man rot anläuft, wie es peinlich ist, wie man weggeht, wie man vielleicht sogar in dem Gespräch weiterkommt und sagt, ich mag dich, sie kriegt einen Lachanfall. Dann hat man am nächsten Tag wieder den Film geplant und gesagt, okay, ich mag dich. Sie sagt, du? Der war es auch nicht. Das heißt, man hat in seinem Kopf irgendwie 400 Varianten geplant von, wie wird es schief gehen. Erstaunlicherweise hat man dieses Mädchen dann nicht angesprochen. Logisch nicht. Ja, weil man Angst davor hat. Ja, weil man sich schon so viel Gedanken gemacht hat. Ja, nur die Menschen haben Angst vor einer Realität, die noch gar keine Realität ist. Sie haben nur Angst vor dem Film in ihrem Kopf, in dem sie sich in 400 Varianten vorstellen, wie es alles schiefgehen könnte. Mhm. Und das tun die allermeisten Menschen da draußen und sind erstaunt, dass sie traurig sind. So, ja, und jetzt würde sozusagen mit Vera Birkenbiel besprochen, NLP dafür sorgen, dass du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wirst. Das heißt, okay, du setzt gezielt deine Gedankenkraft dafür ein, dir Filme vorzustellen von deiner Zukunft, die du erleben möchtest und keine Zukunft, die du nicht erleben möchtest. Und die Konsequenz davon wäre, dass du fröhlicher wirst, was ich persönlich für eine gute Entscheidung halte. Sehr gute Entscheidung. Das ist in kurzen Worten das Modell des NLP. Okay, es geht darum, fröhlich zu werden und, also wenn ich dich richtig verstanden habe, die Verantwortung dafür selber zu übernehmen. Weil oft sage ich ja, ich habe Burnout und alle anderen sind dran schuld. Ja, die Arbeitsverhältnisse und was weiß ich. Aber jetzt würde ich sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal an, was ich da gemacht habe. Also wir könnten über Burnout noch eine ganze Sendung machen oder auch 15. Nur, du kannst kein Burnout haben, Punkt 1. Punkt 2, handelt NLP davon, dass du dich gut fühlst? Ich würde sogar allgemeiner fassen. NLP gibt dir die Freiheit zurück, dich wirklich mies zu fühlen, wenn du willst, weil du dann weißt, wie du wirklich miese Filme machst. Und es gibt dir die Freiheit, dich gut zu fühlen, wenn du möchtest. Mir ist das letztlich egal. Ich hätte eine Empfehlung, nur die braucht dich nicht zu interessieren. Ich gebe den Menschen in den Seminaren, die ich gebe, an jedem einzelnen Tag die Freiheit zu entscheiden, welche Filme sie in ihrem Kopf gucken wollen. Und dann können sie eine Entscheidung treffen, welche Filme ihnen besser gefallen. Das ist nicht meine Entscheidung und nicht mein Urteil. Ja? Das Thema Burnout, wie gesagt, wir können gerne noch eine ganze Folge dazu machen nächste Woche oder wann auch immer. Nur ist ein anderes Thema, ist ein komplexeres Thema. Ja, ja. Marc, vielen Dank dir mal. Susan, jetzt will ich dich einfach mal fragen, was fasziniert dich denn an NLP? Du warst jetzt schon öfters mal bei Marc. Was begeistert dich da dann? Mich begeistert die Einfachheit. Okay. Weil tatsächlich ist es ja so, dass in dem eigenen Kopf entstehen ja die Ängste. In den seltensten Fällen ist dann tatsächlich jemand in der Tiefgarage oder der Junge auf dem Schulhof ist gemein zu mir, weil ich ihn ansprechen wollte, sondern ich mal es mir im Kopf aus. Ich mache mir die Bilder.
Und bei Marc war ich jetzt schon zu dem NLP-Meta-Programm-Seminar und ich habe den Practitioner schon gemacht. Im Moment sitze ich im Master. Und für mich ist einfach wahnsinnig spannend, wie mein Gehirn funktioniert. Ich bin selber der Besitzer meines Gehirns, so wie er es schon gesagt hat. Und gerade für die Runde Podcast, die wir jetzt hier vorhaben, finde ich es wahnsinnig spannend, jetzt ein paar Themen zu finden, die wir speziell für die Pflegekräfte bearbeiten können, um denen den Alltag vielleicht ein bisschen leichter zu gestalten. Mhm. Weil am Ende wollen wir ja alle gute Laune haben, wir wollen fröhlich sein, wir wollen unseren Job gut machen. Und ich glaube, NLP hilft uns dabei, einen guten Job zu machen und dabei Spaß zu haben. Wow, das glaube ich auch. Und deswegen, ich freue mich schon wieder auf euch beide. Und zwar in der nächsten Folge. Und da werden wir so ein bisschen in diese Richtung gehen. Hey, Pflegebranche ist oft in einem negativen Licht. Wie kann ich denn trotzdem Freude und Spaß an meiner Arbeit haben? Und ich freue mich schon wieder auf euch zwei. Und hey, wäre cool, wenn ihr da draußen in ganz Deutschland und überall wieder am Start seid. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören bedanken. Super, dass du wieder dabei warst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, hey, dann empfiehl Born to Pflege doch weiter. Hilf anderen Pflegekräften, dass sie auch wertvolle Tipps für ihre Arbeit bekommen. Teil den Podcast mit deinen Freunden. Bewerte uns mit 5 Sternen. Like uns und erzähl allen deinen Kolleginnen und Kollegen vom Born to Pflege Podcast. Wir freuen uns auch über deine Anregungen, über die Kommentarfunktion. Und wenn du Themen hast, die dich brennend interessieren und zu denen du gern einen Input hören möchtest, hey, dann lass es uns wissen. Schreib uns eine E-Mail an feedback@borntopflege.de. Und wenn ihr noch mehr Infos haben möchtet, dann schaut doch einfach auf unserer Website vorbei, borntopflege.de. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Mach's gut und denk dran, du bist born zu Pflege.